Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battlefield 5. Für alle, die es in der letzten Folge nicht mitbekommen haben, ich liebe Battlefield 5 tatsächlich sehr. Ich finde es meilenweit besser als Battlefield 1 tatsächlich. Es ist eine sehr große Steigerung. Ich habe übrigens auch, wie ihr seht, keine Spezialaufträge mehr und keine täglichen Befehle mehr. Ich habe wirklich viel gespielt, sage ich jetzt mal viel in Anführungsstrichen, bin schon Level 7 und es ist lange kein Battlefield mehr. Es gab lange kein Battlefield mehr, in dem ich nach dem ersten halben Tag schon Level 7 war, weil klar, man levelt hier relativ fix, wenn man Eroberung spielt. Aber da ich auch noch andere Sachen zu tun hatte, bin ich schon für meine Verhältnisse relativ schnell gewesen. Wir landen mal C. Achso, was spielen wir jetzt überhaupt? Oh, wir spielen die Klasse. Die wollte ich eigentlich gar nicht spielen. Ich wollte mich nämlich mal den Medic zeigen. Was der auch so Schönes kann. So, wir haben jetzt hier nämlich einen Piloten bei uns. Ein Sturmsoldaten und. Oh, da war gerade, glaube ich, ein Gegner. Und zwei Versorger. Das bin einmal ich. Und der Vereslaios. Ich spiele übrigens jetzt mit meinem Rainbow-Controller quasi. Das heißt, der bricht manchmal das Sprinten ab. Was aber hoffentlich kein Problem darstellt. Fuck. Buddy, warum schießt du denn auf mich? Helf mir, Dankeschön. Das ist so geil bei dem Battlefield, ne? Die Leute helfen dir einfach. Die sind einfach für dich da. Bei Battlefield 1. Oh. War ich gerade ein bisschen überfordert. Ai. Okay, ich glaube, das war es jetzt komplett. Da braucht uns keiner retten. Hier sind viel zu viele Leute. Das ist Quatsch. So, ich zeige euch jetzt den Medic. Denn der Medic hat nur MPs. Aber hat schon eine der besten MPs am Anfang. Das ist halt ganz gut. Das erinnert mich ein bisschen an die COD-Logik, dass man am Anfang eine sehr gute Waffe kriegt. Und zwar die Sten. Ja, ich zeige euch nochmal, mit was ich hier rumlaufe. Ich laufe mit Feldsanitäter rum. Das bedeutet, ich halte zusätzliche Anforderungspunkte für einen Trupp. Wenn du sie mit Bandagen versorgst, also ich. Und ich renne schneller, wenn du zu einem Freund gerufen wirst, der medizinische Hilfe benötigt. Was ziemlich geil ist. Apropos medizinische Hilfe. Scheiße, da oben war auch noch einer. Es müssen nicht zwei unbedingt da an dem Spot helfen. Es kann auch noch einer mithelfen hier bei mir. Jetzt rennt ihr einfach weg. Okay, das sind Assi-Mates. Das sind wirkliche Assi-Mates. Bei denen will ich auch nicht spawnen. Nee, sorry, aber das finde ich halt schon asozial. Wir spawnen aber eh. Ich kenne die Map hier nicht. Das ist Hamada. Die kenne ich noch nicht. Ich habe bisher nur Verborgener Stahl gespielt. Eine super schöne Map. Einer meiner absoluten Favorites. Narvik aus der Beta habe ich gespielt. Auch hier jetzt nochmal. Welche war es jetzt noch? Rotterdam, klar, auch einer meiner absoluten Favorites. Was, du brauchst Heilung? Erste Hilfe. Damit wird's gehen. Ist das jetzt hier so klug, dass ich jetzt hier nach unten gehe? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich probiere es einfach mal aus. Mehr als schief gehen kann es ja nicht. Wir kennen die Map hier noch nicht, also ich nicht. Und da muss man einfach mal ein bisschen ausprobieren. Und dann habe ich noch Vernichtung gespielt. Auch eine schöne Map. Eigentlich mag ich alle Maps bisher. Und auch die hier sieht absolut fantastisch aus. Spielt sich auch relativ gut. Schon von Anfang an fühle ich mich irgendwie wohl auf der Map. Gab es ja keine Map, wo ich sage, oh nee, nicht die schon wieder. Gut, okay, die Map habe ich jetzt mal ausgesucht, weil, ne? Ich kenne die halt noch nicht. Scheiße. Ne, ich wollte eigentlich den hier machen. So, jetzt denkt er, ich komme von da.
Okay, Hilfe zählt als Kill immerhin. Da habe ich auch nicht ganz so gut geschossen. Gib mal ein bisschen hier Munition her. Dankeschön. Und wer Bock hat, mit mir mal Battlefield zu spielen, der kann das gerne machen. Weil ich habe tatsächlich keinen, der mit mir Battlefield spielt. Übrigens, wenn die Folge rauskommt, ist immer noch Cyber Monday Woche. Das bedeutet, ihr kriegt das Spiel bei Mediamarkt günstiger für 53 Euro. Das ist kein Product Placement oder so ein Scheiß. Ich sag es, weil dieses Spiel es wirklich verdient hat, tatsächlich. Und das hätte ich am Anfang nicht gedacht. Ich habe... Du kleine Fotze. Nee, hier braucht man keine Hilfe. Hier ist ja kein anderer, oder? Ist hier einer? Nee. Ich habe es am Anfang ein bisschen geflamed, weil die Beta halt echt kacke gelaufen ist. Die war wirklich absoluter Schwachsinn. Ja, komm, gehen wir mal zu dem hier. Der braucht ein bisschen Heilung. Hier, erste Hilfe. Aber geil, dass dann... Komm, Hilfe! Verisario los! Ich brauche Hilfe. Oh, jetzt helfen die sich da schon wieder. Und was ist mit mir? Ja, du bist leider kein Medic. Ey, soll ich... Nee, also sorry, das... Das ist der Inbegriff von Hurensöhne. Das ist ein richtiger... Nee, ich spawn bei denen nicht mehr. Nö, ist mir egal. Ich spawn lieber bei dir als bei denen. Guck mal, bin ich genau da, wo ich hin wollte. Nice. Das sind richtige Spasten. Ich werde natürlich auch noch Team Deathmatch, Frontlinien, Durchbruch und ausprobieren. Ich werde jetzt hier aber erstmal... Alter! Erstmal jede Map... Halt still, das haben wir gleich. ...auf Eroberung spielen. Oh, es waren jetzt hier so weiß. Was ist denn jetzt passiert? Aber wir sollen zu C. Oh, es ist ein Truppe fürs Meer. Ja, da ist ja einer. Ich habe auch schon im Video gesehen, YouTube-Qualität ist natürlich nicht die beste Qualität, weiß man ja. Deswegen, das Spiel sieht nochmal deutlich hübscher aus, als es ist. Oh. Puh. Habt ihr das gesehen? Der leckt ein bisschen rum, aber kein Problem. Der kriegt auch gleich sein Fett weg. Heilung, 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 hallo, Heilung. Achso, er heilt sich ja schon, okay, gut. Ach ja, gut, was soll ich gegen den Sniper machen und gegen einen mit einem Sturmgewehr? Oh, 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 oh. Helft mir. Verdammt noch mal. Kein Heiler, kein Medic. Ja, kann ich vergessen, schade. Aber selbst die... Nee, bei denen spawne ich nicht.
Ah, guck mal, ich bin genau da, wo ich gestorben bin. Perfekt. Nice. Oh, oh, ja, 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 ja. Scheiße. Ich wollte gerade mit ein bisschen im Panzer mal schießen. Wir holen uns mal F oder E. Wie wär's mal damit? Da oben in der Ecke, da waren wir noch gar nicht. Oh, E wird gerade überrannt. Ja, komm, lass mich jetzt durch hier. Moment, was hinter uns? Nee. Nein! Ach, scheiße, jetzt hilft mir wieder keiner. Oh doch. Oh, oho. Es hilft mir. Ups, das war ein bisschen zu weit. Was? Ach, von da unten. Alle tot hier. Werden die auch noch einnehmen. Sollten wir zu G gehen vielleicht? Vielleicht sollten wir uns mal G angucken. Wäre vielleicht nicht die schlechteste Idee jetzt hier. Oh, wir haben ziemlich wenig Tickets. Die nächste Folge wird übrigens auf demselben Server hier spielen. Oh, was ist denn das hier? Oh, ein Flak. Okay. Nichts Besonderes da. Der Feind hat so gut wie gewonnen. Ja, gut, das stimmt wohl leider. Ah ja. Was ist mit E? E haben wir nicht, oder? Nee, E ist da hinten. Dann wir nicht. Oh, F wird auch gerade übernommen. Können wir mal vorbeidackeln da? Eieieiei. So, hier hast du. Ich leg dich wieder zusammen. Ich hoffe, ich werde auch mal von euch zusammen geflickt, ey. Kann ja nicht angehen hier. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch einen gehört hier. Nee! Hey, hier ist ja gar keiner. Oder hat er den schon getötet? Oh, guck mal, wie knapp das jetzt doch nochmal geworden ist. Oh, Leute. Wir könnten doch nochmal gewinnen. Alter, ist das spannend schon wieder. Das muss ich ja sagen, ich hatte immer bisher knappe Runden. Ich geh mal richtig nah ran an die Flagge.
Geht das schneller? Ich bin mir nicht sicher. Die haben gerade auf jeden Fall einen Flaggenpunkt wegbekommen. Noch ein Flaggenpunkt. Tot, tot, okay. Ja, noch ein Killweg. Ja, Flagge. Und komm, Flagge. Gewonnen. Was? Eine knappe Runde. Wir hatten 50 Tickets, 40 Tickets, sie hat noch 100. Irgendeiner muss da so hart reingelunzt haben. Dass wir das echt noch geschafft haben. Kann es sein, dass das Spiel verdammt leise angeblich ist? Okay, was ist das dann mit dem Kreis? Okay, dann sehen wir uns zur nächsten Folge von Battlefield 5 auf Eroberung. Haut rein und ciao.